Ja, für die Fußballabstinente Zeit ist jetzt endlich vorbei. Wir sind wieder am Platz. Wie fühlt es sich an, endlich wieder am Platz zu stehen und die Jungs wieder face to face zu sehen? Ja, fühlt sich sehr gut an. Es war jetzt doch eine lange Zeit, recht mühsam. Sind wir froh, dass wir wieder am Platz stehen können. Und natürlich hat es uns gefreut, dass wir uns alle wieder einmal in echt sehen und nicht nur am Computer. Wie hast du die Quarantänezeit verbracht? Ja, sehr viel Training. Cybertraining haben wir regelmäßig gehabt, viele Laufeinheiten und Stabübungen und ja, sonst halt Zeit in die eigenen vier Wänden verbracht, also ja, eh ganz gut genutzt. Ich stelle das noch ein Testspiel an, Freitag gegen Dornbirn, dann geht es wieder los, also die Vorbereitungszeit ist recht kurz. Ist das schwierig oder kann man das recht gut ausbauen? Ja, es wird schon ein bisschen brauchen, müssen wieder im Rhythmus sein, das Testspiel ist jetzt sicher wichtig. Trotzdem sind wir jetzt froh, dass es einfach so schnell wieder losgeht, weil ewig Vorbereitungszeit ist jetzt nicht so fein und deswegen ja, schauen wir, dass wir schnell wieder reinfinden. Bei den Spielen muss man auf die Fans verzichten. Das ist ein großer Nachteil für uns. Ja, ist schon ein Nachteil natürlich. Der Heimvorteil fällt weg. Natürlich würden wir gerne vor unsere Fans spielen. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass wir wieder unseren Beruf nachgehen können und einfach wieder Spiele absolvieren können. Und ja, hoffentlich wird sich das mit der Zeit jetzt wieder legen und dass auch wieder die Leute ins Stadion kommen. Zum Abschluss noch, welche Ziele hat man sich gesetzt für die restliche Phase der Saison? Auf jeden Fall den dritten Platz halten, so viele Spiele wie möglich gewinnen und wer weiß, vielleicht ist ja der zweite Platz auch noch drin. Super, dann viel Spaß beim Training und viel Glück. Ah, okay. Boah, du hast die Quarantäne ja ziemlich genau bei mir absolviert. Ich habe die Bauern gesehen, wie du laufen warst und auch beim Cybertraining. Wie hat es geklappt, wie du fit halten? Ja, es ist halt, natürlich ist es nicht so wie mit der Mannschaft, das allein ist halt, ja, mühsam, aber ich habe halt alles probiert, um fit zu bleiben, aber sonst hat es schon gepasst. Ja, war letzte Woche schon beim Training, wie war die erste Trainingswoche? Geil, also war wieder geil, mal mit den Jungs am Platz zu stehen und einfach mal wieder das Gefühl für den Ball kriegen und jetzt nutzt man die restliche Zeit, um es perfekt für die Juniors vorzubereiten. Es steht fest, jetzt, dass die Saison weitergeht. Wie hast du die Entscheidungsfindung erlebt? Es hat immer wieder quasi einen Abbruch, dann ist es wieder vertagt worden. Wie stehst du dazu? Also ich habe immer mitgefiebert, wann es weitergeht. Und ja, das war eher so, jetzt geht es weiter. Und die ganze Zeit so. Und ja, jetzt, zum Glück geht es halt weiter, weil Fußball, das ist das, was wir eigentlich lieben. Und Gott sei Dank können wir es halt weiterhin diese Saison noch fertig spielen. Freut man sich darüber, dass es wieder weitergeht? Sicher. Zwar ohne Zuschauer ist ein bisschen blöd, finde ich. Aber man muss sich der Situation anpassen. Und wenn es nicht anders geht, dann freuen wir uns auch so. Es gibt keinen Absteiger, das heißt, der Druck, dass man einmal nach unten reinrutscht. Das ist nicht so gegeben. Hilft das? Ja, wie gesagt, wir haben. Wir schauen eher, dass wir aufkommen. Wir schauen gar nicht hoch. Also von dem her haben wir eigentlich nie Druck gehabt, dass wir absteigen. Wieder, jetzt endlich wieder Training. Top. Top Gefühl. Was nimmt man sich vorne für die restliche Saison jetzt? Ja, einfach mal den Tabellenplatz zum Halten und vielleicht ist schon noch mehr drin. Also Platz 2 ist auch nicht weit weg und vielleicht klappt es ja. Alles Gute dafür.